Los, komm schon. Fang mich. Du weißt ganz genau, dass ich nicht so schnell bin. Bleib stehen. Haha, der langsame Josua. Ach, du bist so gemein, Baruch. Genau, immer ärgerst du die Kleinen. So gebt endlich Ruhe, Kinder. Ja, spielt dort vor Johannans Haus. Er ist schwerhörig, ihn wird euer Geschrei nicht stören. Halt, halt, wartet auf mich. Ich muss euch was Wichtiges sagen. Halt, halt, mein Söhnchen. Was gibt es denn so Wichtiges? Du bist ja ganz außer Atem. Jesus kommt. Jesus? Von Nazareth? Wer sagt das? Der Ziegenhirt, der ganz Alte. Er ist ihm vor den Toren begegnet. Und ganz viele andere Leute waren auch da, hat er auch gesagt. Hey, Joram, Ziegenfreund, das hast du ja auch bestimmt bloß ausgedacht. Hab ich nicht. Wohl. Hab ich nicht. Hört doch auf zu streiten. Wenn Joram die Wahrheit sagt, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis Jesus hier ist. Ja, eben. Warum sollte mein Sohn nicht die Wahrheit sagen, liebe Sarah? Ja, entschuldige, Esther. Das war unüberlegt. Wir sollten ihn uns anschauen und hören, was er zu sagen hat. Ich habe viel Gutes über diesen Mann gehört. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir unsere Kinder mitnehmen? Ja, wir mitnehmen. Warum nicht? Ein Händler hat erzählt, dieser Jesus sei zu Kindern ganz besonders freundlich und liebevoll. Das habe ich auch gehört. Na, wenn das stimmt, dann werde ich ihn fragen, ob langsame Kinder nicht genauso gut sind wie die schnellen. Du wirst diesen Rabbi gar nicht zu sehen bekommen, denn Kinder müssen immer ganz hinten bleiben. Angeber. Sei still, Baruch. Unsere Mütter werden schon dafür sorgen, dass die Erwachsenen uns nach vorne lassen. Ja, kommt jetzt und lasst uns keine Zeit verlieren. Das ganze Dorf wird sich um ihn drängen. Und wenn wir wollen, dass er unsere Kinder segnet, dann müssen wir schneller sein als die anderen. Ja, du hast recht, Judith. Lauft, Kinder, holt die anderen Mütter und Kinder und dann wascht euch am Brunnen und kommt uns nach. Wir gehen schon mal zur Synagoge, denn dorthin wird er sicher zuerst gehen. Ja, ich nehme einen Krug mit frischem Wasser mit. Das ist eine gute Idee. Wir wollen nicht.
Was willst du mit deiner Ziege hier, Alter? Was? Was du mit deiner Ziege hier willst, Alter? Ich wollte dieses Schläuchlein Milch bringen für euren Meister. Das wird ihm sicher gut tun nach der langen Wanderung. Ja, hab vielen Dank dafür. Aber nun zieh weiter. Was? Deine Tiere sind ziemlich laut. Zieh weiter. Ja. Jakobus, Petrus, schaut euch Jesus an. Er ist total erschöpft. Ja. Wundert dich das, Johannes? Was dieser Mensch leistet. Von Tag zu Tag werden es mehr Leute, die etwas von ihm wollen. Da, auch das noch. Meinst du die Frauen, die dort herankommen, Johannes? Ja. Oh, die haben auch noch Kinder dabei. Nein, das ist zu viel für heute. Thomas soll sie aufhalten. Thomas, was gibt's denn? Dort, die Frauen und Kinder. Schick sie nach Hause. Ja, gut. Kommt, Brüder, wir gehen und helfen ihnen. Ja. Wo ist denn jetzt dieser Jesus? Ja, man kann ihn gar nicht sehen. Da sind so viele Leute. Hab ich's nicht gesagt. Kinder bekommen ihn nicht zu sehen. Oh nein, wir sind zu spät. Ach was, wir drängen uns eben ein bisschen dazwischen. Vorsicht! Mutter, die Männer laufen bestimmt nicht durch. Wenn ihr zu Jesus wollt, muss ich euch enttäuschen. Es geht Der Meister nicht. Kann sich nicht auch noch um euch kümmern. Au! Was denn jetzt? Lass ihn doch in Ruhe. Oh nein, das ist ja unglaublich. Hast du das gesehen, Joram? Baruch hat Aaron geschubst. Also schon gar nicht kann sich Jesus um diese Kinder hier kümmern. Das ist ja viel zu laut. Oh, unglaublich. Aber Herr, wir wollen doch... Dass Jesus unsere Kinder segnet. Ja, glaubt. Und wer weiß, ob er jemals wieder in unser Dorf kommt. Ja. Hier, guter Mann, wir haben euch einen Krug mit frischem Wasser mitgebracht. Habt ihr nicht richtig zugehört? Es geht nicht. Ihr seht doch, wie viele Menschen hier schon warten. Hört mal zu. Wenn Jesus die Kranken geheilt hat und dann noch Kraft besitzt, dann wird er auch zu allen hier sprechen. Ja. Und wenn euch das nicht genügt, ne, dann geht einfach nach Hause. Ja, geht nach Hause. Miriam, lass uns weggehen. So richtig interessant finde ich das hier gar nicht. Ich schon. Ich bleibe. Wartet doch erst mal ab. Vielleicht erleben wir eine Krankenheilung. Das könnte sein.
Vater war in Kapernaum und dort hat man von vielen Heilungen gesprochen. Denn? Da seht, die Leute, sie gehen auseinander. Ja, macht mal Platz, ja, weg. Sie bilden eine Gasse. Achtung, da hier kommt er. Ist das Jesus? Ja, das ist Jesus. Und jetzt sei einfach mal still. Alle sind mal still jetzt. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nach Hause gehen. Für Frauen und Kinder ist das wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Nach Hause. Brüder, warum seid ihr so unfreundlich zu den Frauen? Naja, Herr, wir dachten, wir... Ihr habt doch kein Recht, sie wegzuschicken, auch wenn ihr mir damit etwas Gutes tun möchtet. Ihr wisst, dass ich gekommen bin, den Menschen zu dienen und nicht, um mich auszuruhen. Ja, aber Herr, du musst doch manchmal... Diese Frauen folgten ihrem Herzen und bringen mir das Wertvollste, das sie haben, ihre Kinder. Kinder, kommt her, her
Hört ihr? Es macht ihm nichts aus, dass wir hier sind. Es stimmt also, dass er ein ganz besonderer Rabbi ist. Ach, wir hätten es wissen müssen. Ja, du hast recht, Johannes. Ich erinnere mich gut an das Kind, das er uns als Vorbild hingestellt hat. Ja. In unseren Reihen wurde darüber diskutiert, wer von uns der Wichtigste ist und wer wohl einmal einen besonderen Status im Himmel hat. Es ist kaum zu glauben. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wer sich selbst erniedrigt und wird wie ein Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, der müsse hart bestraft werden. Wie konnten wir das alles so schnell vergessen? Weil wir noch zu erwachsen denken und kindliches Vertrauen erst wieder lernen müssen. Ja. Nun? Dann lasst uns jetzt tun, was Jesus möchte. Ja, los. Macht den Weg frei für die Frauen Platz und Kinder. Da, Platz. Aber zuallererst für uns Kinder. Denn uns hat er zuerst eingeladen. Das hat jeder hier gehört. Ja, das haben wir gehört. Ja, so geht schon und sagt ihm, was ihr auf dem Herzen habt. Meister, Rabbi, wir sind zu dir gekommen, weil wir gehört haben, dass Kinder bei dir nicht in der zweiten Reihe stehen ja, müssen. Ja, und wir haben uns so sehr gewünscht, dass du unsere Kinder segnest. Und nun hast du sie sogar selbst eingeladen. Ja, und das macht uns jetzt ganz sicher, dass du ihnen etwas Wichtiges für ihr Leben mitgeben wirst. Kinder zu dir.
Kommt doch etwas näher, Kinder. So können wir uns besser unterhalten. Die Leute sagen, du bist sehr müde. Ja. Setz dich doch hier auf diesen großen Stein. Das mache ich gerne. Ja, und dann bist du auch nicht mehr so groß. Und wir können dein Gesicht besser sehen. Das ist ein guter Vorschlag. Ihr seid liebe und gescheite Kinder. Wie ist dein Name, mein Junge? Ich? Ja, du. Baruch. Baruch, komm mal her. Also, weißt du, Herr, ich kann auch warten. Nimm doch lieber zuerst die Kleineren, hier den Josua zum Beispiel. Hast du das gehört, Tabea? Ja, ja. Wieso ist der denn auf einmal so freundlich? Jesus, kann ich du auch Rabbi, der Josua. Jesus, Bruder. Ja, langsam, langsam. Seht nur, der Rabbi unterhält sich tatsächlich mit Kindern. Ja, das ist sonderbar. Also. Uns Erwachsene lässt er warten. Ach, und ich habe doch solche Schmerzen im Knie. Ja, hab doch Geduld. Jetzt haben wir so lange gewartet, da kommt es auf diese kurze Zeit auch nicht mehr an. Was du da sagst. Oh, seht. Jetzt legt er den Kindern die Hände auf. Ja. Er segnet sie alle. Und die Kleinen, die nimmt er sogar auf den Arm. Ja. Seht ihr, da kommen die Ersten ja schon wieder hergerannt. Und wie vergnügt die sind. Die tanzen ja vor Freude. Mehr als nett, wie ein Freund. Und mit mir hat er geredet, als würden wir uns schon ewig kennen. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Was, Josua? Ich soll mich bloß nicht ärgern, weil ich nicht so schnell rennen kann wie die anderen. Das ist nämlich ganz egal. Ja, da hat er recht. Erzählt, worüber habt ihr noch gesprochen? Naja, wir durften von unserer Familie erzählen. Ja, und mich hat er gefragt, was ich am liebsten spiele.
Und hat er euch auch etwas Wichtiges gesagt? Was Wichtiges? Wichtig. Spielen ist wichtig, Mutter. Ja, hörst du's? Und wisst ihr was? Der Rabbi hat sogar noch einen anderen Beruf. Ja? Ja, er ist Zimmermann. Aha. Und weiter? Gesagt hat er eigentlich gar nicht so viel. Und es war anders als in unserer Synagoge bei Rabbi Amos. Am besten fand ich, wie er mit uns gesprochen hat. Als wäre er unser Bruder oder Freund. Und mit ganz viel Liebe. Ja, gar nicht wie ein Lehrer. Er sagte, wir sollen uns unser kindliches Vertrauen bewahren. Und ihn immer in unseren Herzen behalten. Ist das etwas Wichtiges, Mutter? Ja, Josua. Wenn er es so gesagt hat, dann ist es wichtig. Ganz sicher. Selbst erniedrigt und wird wie ein Kind, der ist der Größte im Reich.